So, jetzt mache ich doch noch mal ein kleines Video zu der Freisprecheinrichtung hier, von dem Funkgerät. Das ist die WP24 von Albrecht und wie man sieht, ist hier an einem Stabo-Funkgerät angeschlossen, die XM5006E. Das funktioniert nicht hundertprozentig, wie schon oft beschrieben, aber es funktioniert im Großen und Ganzen das, was man halt damit machen möchte, nämlich funken. Aber dazu komme ich später. Das ist jetzt hier mit einem relativ langen Kabel, das ist freundlicherweise mit Klinkenstecker. Kann man sicherlich schöner verlegen, wenn man da wirklich will, auch ein anderes Mikro anschließen, wenn man jetzt unbedingt will. Lässt sich wieder schöner verlegen als bei mir. Aber das ist auch eigentlich nur provisorisch, da kommt noch ein anderes Tier hin, das liegt nicht so mit dem Panzertape. Wie auch immer, das Kabel ist jetzt hier bei meinem DAF seitlich durch. Hinter dem der Schiene von der Gardine durch. Dann habe ich es hier in den Gummi reingeflochten und ja, hier ist dann das Mikrofon. Das ist ein bisschen dichter. Ich hatte bereits geschrieben, da wurde mir beschieden, dass das relativ weit weg klingt. Darum hatte das S hier oben eingehakt. Aber das geht halt auch so. Stimmt. Der Knopf ist hier und wie gesagt, wenn ich den drücke, sieht man, beziehungsweise hört man ein kleines Relais schaltet und damit halt die PTT-Funktion aktiviert. Sprechen kann man, hören kann man natürlich auch. Hier sind Schalter verbaut, um die Kanäle zu wechseln und eine Funktionstaste. Die sind bei dem Stabo-Gerät leider außer Funktion, aber wie gesagt, das Wichtigste, die Sprechfunktion, die PTT-Taste funktioniert. Also von mir kriegt das erstmal so eine Empfehlung. Ist natürlich nicht so schön wie mit einem Handmikrofon, aber was soll man machen? Tschüss!